Ich lese euch heute wieder eine kleine Geschichte aus dem Leseheftchen Der Mensch ist keine Nummer aus dem Arbeitslager Theresienstadt vor im Rahmen der Aktion Zwerg für Toleranz in der Playlist auf meinem Kanal Der Gang der Sünden von Radka Skalnikova. Es ist dunkel, überall. Um Gottes Willen, sehe nichts. Ich versuche zu schreien, aber kein Laut kommt aus meinem Mund. Rechts von mir blinkt etwas. Ja, dort ist wirklich etwas. Ein Lichtlein. Es wird größer. Plötzlich wird es um mich hell. Das Licht wird stärker und stärker. Plötzlich verschwimmt der Schein. Ich stehe am Anfang eines Ganges. Der Gang ist lang und verliert sich in einem leichten Nebel. Die hohen Decken sind ein Beweis für das Alter des Gebäudes. Der Fußboden ist mit grauen und schwarzen Fliesen bedeckt, die schachbrettartig zusammengesetzt sind. Die ehemals weiße Wände sind jetzt gelblich bis sandfarben. Obgleich rechter Hand Fenster sind, dringt nur wenig Licht in den Gang. An der linken Wand sind Türen, viele Türen. Sie sind massiv, braun, mit schönen Messingklingen versehen. Die Türen laden eigentlich zum Öffnen ein. Die Neugier lässt mich näher treten. Langsam greife ich nach der Klinke. Es ist schwer, sie herunterzudrücken. Erst jetzt bemerke ich römische Nummern auf einem kleinen Schild neben der Tür. Darauf steht MCM XXX VII. Ich trete ein. Zu meinem Erstaunen stehe ich auf einer Wiese. Vor mir ein schönes kleines Haus. Auf dem Hof spielen Kinder. Und aus dem Häuschen strömt ein süßer Duft. Der Vater kommt von der Arbeit. Ein Hund läuft ihm lustig bellend entgegen. Ein Paradies. Ich stehe wieder auf dem Gang. Ich gelange zu einer weiteren Türe. Dort steht MCM XXXIX. Ich will die Tür öffnen, aber sie ist zugemauert. Ich blicke auf eine Wand aus roten, gebrannten Ziegeln. Ein großes Hakenkreuz ist drauf gemalt. Jetzt weiß ich, was die Zahlen bedeuten. 1937 und 1938. Zögernd nähere ich mich einer weißen Tür. Dahinter ein Platz, klein und mit abgebrückelten Häuserfassaden. Irgendwie fühle ich mich verbunden. Menschen gehen an mir vorbei. Niemand nimmt mich wahr, als würden sie mich nicht sehen. Es ist etwas Merkwürdiges an ihnen. Ja, ich weiß schon. Das kommt von dem ausgebleichten gelben Stern, den alle an ihrer Kleidung fest angenäht tragen. Neben einem der Gebäude am Platz hält ein Auto. Zwei Männer in schwarzen Jacken steigen aus, gehen hinein und kommen nach einer Weile in Begleitung eines jungen Mannes wieder heraus. Aus dem Hauseingang läuft ein kleines Mädchen, ruft: Papa, Papa! Es schreit so lange, bis das Auto in einer Seitengasse verschwindet. Dann steht es nur da und blickt dem Auto nach. Tränen steigen mir in die Augen. Ich muss weg. Ich bin wieder auf dem Gang. Ich fühle, dass es mich an den Füßen friert. Plötzlich fällt mir ein, dass ich nur ein Nachthemd anhabe. Ich trete eine weitere Tür ein. Das Jahr 1942. Etwas Schreckliches geht davon aus. Ich stehe auf den kalten Fliesen und meine Füße sind eisig. Ich befinde mich mitten auf einem Hof und um mich gehen jämmerliche menschliche Gestalten im Kreis, zerrissenen Fetzen, die ihnen vom Leibe hängen.
Ein Konzentrationslager. Versteinerte, hagere Gesichter. Alle starren wie Geistesabwesend zu Boden. Da hebt einer den Kopf. Den Blick dieser Augen werde ich nie vergessen. Farblose Glasperlen. Plötzlich fahre ich zusammen. Ich erkenne in dieser Gestalt den jungen Mann, den ich sah, als er abgeführt wurde. Er mochte an die 25 sein, aber jetzt gleicht er einem Greis. Wie im Traum blickt er zum Himmel und fällt dann zu Boden. Ich schreie auf. Niemand nimmt Notiz von ihm. Die übrigen Häftlinge steigen über ihn hinweg. Nach einer Weile kommen zwei Männer in Uniform. Achtlos packen sie den leblosen Körper und tragen ihn zu anderen aufgeschichteten Leibern. Ich folge ihnen. Wir betreten ein kleines Haus. Die Männer unterschreiben ein Papier mit der Zahl 3685. Obgleich sie nicht Tschechisch sprechen, verstehe ich sie. Wieder einer verreckt. Die Nummer 2656 macht mich wütend. Heute Nacht passiert im Block B1 ein Unglück, sagte der eine. Schmeiß auch die Nummer 8459 dazu. Sie ist dreckig, antwortete der zweite. Mir wird übel. Ich laufe aus der Tür. Weg auf den Gang. Unsicheren Schrittes stolpere ich in andere Türen. Es herrscht scheußliches, nebliges Wetter. Ich stehe am Flussufer, in einem Hafen. Die vor Anker liegenden Schiffswracks benützt schon lange niemand mehr. Das Wasser unten ist fast schwarz. Es sieht hier gespenstisch aus. Lastwagen kommen. Männer in Schwarz, in Stiefeln, tragen große Schachteln aus dem Wageninneren. Oh Gott, das sind keine Schachteln, das sind Urnen. Menschliche Asche wird ins Wasser gestreut. Asche jener Bedauernswerten, die unmenschlichen Bedingungen nicht aushalten konnten. Oder jener, die jemanden missfielen, weil sie nicht die richtige Augenfarbe hatte. Ich renne aus dem Gang, weg aus dieser Zeit. Ich laufe an vielen Türen vorbei, aber weiter kann ich nicht. Das, was ich zu sehen bekam, war mir genug. Ich renne zur letzten Tür. Ich trete ein, aber der Raum hat keinen Fußboden. Ich falle und falle. Ein schrecklicher Schlag. Alles tut mir weh. Ich öffne die Augen. Sie lebt, höre ich über mir. Mein Blick wird schärfer. Ich liege auf dem Boden und über mich hängen sich neugierige Menschen. Was ist geschehen, höre ich mich sagen. Sie wurden von Obdachlosen überfallen. Wer? Ein Zigeuner und eine Weiße. Ich rufe die Polizei. Nein, es ist schon in Ordnung. Sie haben mir nur eine alte Jacke weggenommen. Wahrscheinlich war ihnen einfach nur kalt. Aber man hat sie bestohlen. Es sind schon ärgere Dinge passiert, oder nicht? Wir halten eine Minute Schweigepause.
So, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und gehabt euch wohl.